Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch die 5 Standorte zu den Rezepten, die ihr hier finden könnt. Hier steht ja schon die Quest versteckte Handwerksrezepte im Schwarzmoor. Wir starten auch direkt mit Nummer 1. Viel Spaß damit. Wir jumpen jetzt einmal zu dieser Teergruppe. Besten Zwiegpunkt setzen, damit die auch richtig runterspringt. Zack. Ups. Wenn ihr unten angekommen seid, könnt ihr den Obelisken einmal aktivieren. Und dann weiterlaufen. Ihr werdet auf dem Weg diese verdammten Fieslinge hier sehen. Die verteidigen in der Mitte etwas. Und, ah, verdammt, ich habe meinen ewigen Pfeil vergessen. Ich habe mich gefragt, wieso ich nicht schießen kann. Naja, egal. Wenn die auch so fertig machen. Genau, da ist ein Rezept in der Mitte. Auf jeden Fall, Achtung Leute, die machen Giftschaden. Entweder jumpt ihr direkt rein, holt es und geht wieder weg. Oder ihr fallt wie ich runter. Ah, ich überlege kurz, wie komme ich am besten hoch. Machen wir den hier. Zack, okay. Gut, ich habe keine andere Wahl. Ich werde jetzt reinjumpen, Rezept holen und wieder rausspringen. Platz. Und weg. Lesen können wir es gleich. Oh mein Gott. So. Tagebuch. Versteckte Handwerksrezepte. Nummer 1. Ein miserabler Sprung. Das letzte, was ich weiß, ist, dass ich mich über eines dieser ominösen Hüpfdinger gelehnt habe, um einen besseren Blick zu erhaschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jeff dieser Trottel mich geschubst hat. Denn plötzlich wurde ich durch die Luft geschleudert, drehte und überschlug mich. Dann knallte ich mit den Füßen auf den Boden. Meine Knöchel knackten und gaben nach. Ich spürte eine Schauder des Schmerzes durch meinen ganzen Körper schnellen und wurde ohnmächtig. Als ich aufwachte, hatte ich überall Teerflecken. Ich wischte mir die Tropfen aus dem Gesicht und schrie nach Jeff, aber es war vergebens. Es stellte sich heraus, dass er hinter mir hergesprungen sein musste, aber in der Pfütze landete. Er hebte seinen dummen leeren Kopf nicht aus dem Teer. Geschieht ihm recht. Ich lasse meinen Knöchel etwas rund und ziehe davon, sobald ich meine Füße wieder bewegen kann. Junge, Junge, Junge. Okay, das war Rezept Nummer 1. Gehen wir direkt zu Nummer 2. Let's go. Richtig, es scheinen nach einer Zeit Fragezeichen auf der Map. Und meine Vermutung ist, dass dort auch die Rezepte verortet sind. Wir schauen uns das mal an. Wir gehen hier mal runter. Und schauen mal, ob unser Rezept da ist. Ich habe nicht so viel Leben, Leiter. Ich kann auch nichts herstellen zum Heilen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich nicht sterbe. So. Let's go. Gleich da. Uiuiui. Oh mein Gott, fast untergefallen und gestorben. Hätte jetzt noch gefehlt. Wie findet ihr mein Outfit? Nice, oder? Standort unten. Okay. Da geht's, glaube ich, runter. Oh ja. Ziel Matsch. Aber wir haben immer noch nicht herausgefunden, wo es runtergeht. Hier. Ich glaube, das ist wieder ein Fehler bei der Markierung. Ich glaube, wir müssen hoch. Ich suche mal. Bis gleich. Okay, wir laufen durch den Matsch hier. Einfach Doppelsprung und weiter geht's.
Anders geht es nicht, leider. Nehmt diese Plattform mit, wenn ihr nicht genug Ausdauer habt. Dann könnt ihr ein bisschen Ausdauer laden und weitermachen. Zack. Da leuchtet es schon. Aufpassen, hier sind sehr viele Gegner. Nicht, dass ihr Schaden kassiert und hier stirbt. So, da ist das Ding. Ein Wunderland der verlorenen Architektur, ein vergessenes Reich voller Ruinen, versteckt in diesem Dickicht. Mein Neffe, der Design-Enthusiast, würde bei diesem Anblick sein eines Auge weit aufreißen. Der Schliff dieser Steine unbekannter Herkunft ist rudimentär, aber sauber. Hat der örtliche Wuka-Stamm diese Tribute geschaffen? Lieber verziehe ich mich von hier, als das herausfinden. Ready. Gut, dann haben wir das erledigt. Anscheinend ist es doch nicht das gewesen, was ich echt krass finde. Anscheinend gibt es hier noch etwas. Finden wir später raus. Ich werde erstmal die Seiten suchen. Ich schaue mir das mal an. Vielleicht haben wir Glück und es ist tatsächlich hier und da. Den nächsten Standort habe ich euch schon auf der Map markiert. Teleportiert zu Schwarzmoor, warte und jump runter. Hier gibt es eine Höhle. Wir möchten nicht in die Höhle, wir möchten einfach vom Berg runterspringen und da gibt es einen Balkon. Da könnt ihr direkt das Reception looten, ohne in die Höhle reingehen zu müssen. War nicht schön. Wie ich das hasse. So darf man hier nicht klettern. So, Wegpunkt erreicht, wie ihr sehen könnt. Da ist das Ding. Hier unser Wegpunkt. Können wir löschen. Nochmal auf der Map markiert. Und wie ihr sehen könnt, geht es hier rein. Überlebensgroß. Was für ein wunderbarer versteckter Tempel. Dieser Raum ist so alt und staubig, aber am meisten fasziniert mich der Eingang. Haben die Erbauer diese unglaublich gigantische Tür für ihre Rasse gebaut oder liegt ihr Ursprung weiter zurück? Waren die Menschen, die vor Äonen hier lebten, einfach nur sehr groß oder so? Große Kerle werden überschätzt. Ich hätte stattdessen lieber einen stämmigen kleinen Gentleman mit so einem Körperbau, würde er perfekt zum Rest unserer Familie passen. Brelin. Gut, haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter. Ist auch in der Nähe. Nächsten Standort kennt ihr schon. Oh, ich werde angegriffen. Oh mein Gott. Eine Sekunde, ich besiege mal schnell. Wir können gleich reden. Und zack. Genau, hier hatten wir die Trommel gelootet gehabt. Das ist die Wuka-Siedlung. Und damit ihr den Weg auch findet, laufen wir einfach nochmal hoch. So. Hier außen rum direkt durch. So, zack. Sind wir schon oben? Wir müssen tricksen. Sonst dauert das viel zu lange. Also, ihr habt es hier gesehen, ich bin ein bisschen hoch und dann könnt ihr hier runterspringen. Und dann seid ihr hier schon am Standort, wo ihr auch schön eine zulooten könnt. Zaubertunika. Brauche ich jetzt gerade nicht. Wir machen deswegen weiter. Und da ist das Ding. Da ist es. Ich muss die mal kurz besiegen, bevor die uns nerven. Hallo. Okay. Gut. Hier ist auch ein Siegen.
Und ganz ehrlich, wenn ihr die Trommelquest eh lösen wollt, dann müsst ihr nicht extra diesen Umweg machen. Ihr läuft eh hier vorbei. Aber wenn ihr das nicht gesehen habt, dann ist es die Abkürzung. Ich glaube, das ist auch der beste Weg, sonst müsst ihr so lang laufen. Das muss ich mir merken. Ich muss weg, bevor sie mich erwischen. Aber die Gedanken flattern aus meinem Kopf in die Nacht und ich verliere ständig den Faden. Ich vergesse alles. Aber an dieses Teil muss ich mich erinnern. Also muss ich es aufschreiben. Schnell. Die Höhle hinter uns ist eingestürzt. Ich erinnere mich an die Trümmer und den Staub. Die Steine, die herunterhagelten, die Schmerzen und das Bummern in meinem Kopf. Und die Besten haben mich meinen Brüdern nachts bei Vormund entführt. Aber dieses Ding wird uns helfen, wieder nach Haus zu kommen. Wird mir helfen zu fliehen. Wenn ich mich daran erinnere, wie die Wuka es gezimmert haben, kann ich es nachmachen. Ich habe zwischen den Gitterstäben gesehen, wie ein Wuka es aus dem Stein gehauen hat. Da klingelt etwas. Der klingelt was. Ich war in einem Käfig, denn sie haben mich ja nachts im Mondschein hier geschleppt. Kann das sein? Oder war das ein Nachtfenster? Sie haben mir den Kopf angeschnitten, glaube ich. Die Steine haben meine Stirn getroffen und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht mehr warum. Ich muss weg, bevor sie mich erwischen. Ey, ich war gerade total verwirrt. Ich habe gerade hinter mir Geräusche gehört und dachte mir, fuck, was ist das? Dein Geist oder was? Deswegen war ich gerade richtig, richtig verwirrt, ey. Unglaublich. Eine Sekunde. Ich muss hier mal das Licht anmachen. Ich habe Angst. Gut. Tatsächlich habe ich anscheinend alle Rezepte. Was aber nicht sein kann. Ich weiß nicht, wieso das jetzt abgeschlossen worden ist. Wir gehen jetzt dahin und werden noch eine Sache erledigen. Bis gleich. Okay, unser nächster Standort ist hier unten. Wir haben uns wieder zu Schwarzwurwalde teleportiert und jumpen direkt runter. So. Einfach komplett runter. Blups. Und da haben wir einen versteckten Eingang, Leute. Oh, gehen wir. Oh, ich nerv mich so eine Sekunde. Wollte sich wieder vermehren. Und zu 100 dann mich attackieren. Finden wir die mal. Gut. Hier sind wir. Genau hier einfach mal durch. Das ist unser Weg. Da müssen wir rein. Blups. Hochspringen, runterspringen, hochspringen und abkacken, so wie ich. Noch ein Versuch. Am besten springt ihr nochmal hier zurück. Junge, dein Ernst? Eieieiei. Für ein Ding. So, noch ein Versuch. Zack. E. Runter. Jawohl. Hier ist ein geheimer Eingang. Da müssten wir rein. Da ist ja auch unser Handwerksrezept. Hier steht auch versteckte Handwerksrezepte, Schwarzmoor. Geheimnisse, Schätze, Türen. Was für ein Wirrwarr. Ich wollte mich nur an die Wand lehnen, um mich auszuruhen. Aber irgendwie muss ich einen versteckten Knopf gedrückt haben, um eine Geheimtür zu öffnen. So ein neumodischer, verblüffender, überraschender und erstaunlicher Mechanismus. Normale Türen sind schon faszinierend genug, aber Geheimtüren sind noch voll faszinierender. Sie sind einfach so ausgefallen. Ich interessiere mich mehr für die Handwerkskunst. Ja, die Kunstfertigkeit dieser Tür. Als für die Schätze, die sie vermutlich verbirgt. Mein Neffe wäre überwältigt vor Freude, wenn ich ihm eine Kreideskizze schicke, kann er das vielleicht nachmachen. Brelin. So, eine Sekunde. Zack. Wie ihr sehen könnt, ist es jetzt voll. Deswegen hat es mich irritiert, dass die Quest schon abgeschlossen war. Ich habe nicht gecheckt, Leute. Hier haben wir nochmal die Wolfsdolche. Und ja, dann sind wir auch durch. Ich werde noch ein Video hochladen, in dem ich alle neuen Materialien und auch ja, Materialien eigentlich nochmal zeigen werde, weil da gibt es einiges, die gelootet werden können. Wir sind hier erstmal durch, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.